aufbereitetes Wasser kommt weg, das Fleisch, Blutpaket. Ach, Bourbon soll er doch bleiben, wo er ist, ist mir völlig egal. Cram kommt weg. Das Fleisch hier kommt auch weg. Hirnpilz, Blume. Ne, Jetpack, Jetpack. Karotte, Klingcord, Jet meinte ich natürlich, das lasse ich hier. Beziehungsweise erstmal im Inventar, das kommt gleich noch weg. Woanders hin. So, Psycho, das hier weg. Bei Steak ist schon fertig. Stealth Boys kommen weg und das Fleisch kommt weg. Das kommt auch weg. Und das auch. So. Dann gehen wir nochmal hier an unseren Drogentresor. Sollte jeder zu Hause haben. Das weg, das weg, das weg, das, das. Und diese Sachen hier auch noch. So, hier müssen wir nicht ganz so viele von mitnehmen. Sagen wir mal, wenn wir 5 Stück dabei haben, das reicht. Bei Reddix reichen auch 4. Red Away. Nehme ich dann ruhig mal 8 mit. Eigentlich wollte ich 8 mitnehmen. So, das sieht doch gut aus. Was sagt's Gewicht? So leicht kann man abnehmen, Leute. Ach ja, wichtig, ich habe bestimmt noch Mods. Ja, habe ich mir gedacht. Die können natürlich auch weg, die brauche ich nicht mitnehmen. Okay, so. Haben wir wieder vieles geschafft. Vieles wie immer noch offen. Funkfrequenz. Das können wir mal eben kurz machen. Mal eben schnell die Quest hier abgeben. Quests abgeben ist eigentlich immer ganz entspannt. Da muss man nicht viel drüber nachdenken oder so. Man latscht halt in und gibt das Teil ab. Naja. Wir müssen auch irgendwie zusehen, dass wir mehr Mini-Nukes kriegen. Dass sich der Fatman auch mal lohnen darf quasi. Weil auf diese Weise haben wir natürlich bei den Fatman einsetzen einfach so einen Verlust. Quasi 30 Schuss, ne? Ich glaube, dafür macht er zu viel oder zu wenig Schaden. Ich weiß es noch nicht genau. Es wird die Zeit zeigen. Oder der Einsatz. Wenn du meinst, das gelernte Halen, hast du die Technologie? Solltest du mal das Ödland der Hauptstadt sehen. Ja, gut klar. Gemacht. Hoffentlich hattest du keine Probleme. Hier, das hast du dir verdient. Ich bin immer auf der Suche nach Technologie. Meld dich bei mir, wenn du bereit bist, wieder auszurücken. Ja, bestätige. Chef, genau das wollte ich hören. Das Gebiet ist auf der Karte. Viel Glück. Wenn ich doch nur wieder im Hauptquartier wäre. Mit der Pridwin über dem Kopf fühle ich mich deutlich sicherer. Ah ja, schön. So, wir schauen mal weiter. Da ganz unten auf der Karte war, glaube ich, noch ein bisschen was zu entdecken, wo wir eh hin mussten oder so. War da nicht was? Und vor allem, wo war nochmal das UFO? Ich könnte natürlich jetzt live einmal kurz nachschauen. Aber auf der anderen Seite, weiß ich nicht. So, war da nicht da unten was? Ich dachte, hier wäre noch was, wo wir hin mussten oder so. Ist auch irgendwie noch ein Punkt. Ach, ich will doch die Markierung entfernen, so. Was ist denn in University Point? Muss ich da nochmal mit Bobby quatschen oder was muss ich da tun? Welcome Traders. Hallo. Hi. Sie müssen terminiert werden. Warum? La 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 la. Salat. Warum wohl? So. Wie gesagt, 50% mehr Schaden gegen Menschen. Krass. Krass, krass, krass. Ich glaube, Zünds auseinandernehmen ist eh schon ganz gut. Greife Feind an. Na,
diese Institutgewehre, du. Die benutzen. Wo müssten wir denn jetzt hin? Jetzt ist der Punkt auch weg, siehst du? Hat sich wieder aktualisiert anscheinend. So, Gutshof West Everett. Solbro University Point. Lernkurve. Sprich mit dem Gelehrten der Bruderschaft. Achso, das war aber hier nur der eine Dingens. Hier können wir mal weitermachen. Na, da können wir mal den Briefkasten nehmen. Wir haben ja eh schon fast Level 46 erreicht. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt den Ort entdecken oder falls da ein Ort ist und wir den entdecken, dann haben wir auf jeden Fall schon ein neues Level. Das reicht, ja. Nehmen wir das hier. Puff macht's und weg ist er. Der Snack Raider da. Hat einfach so viel Schaden. Das ist total geil. So, wir müssen nach links. Das heißt, ich werde mich mal hier in der Richtung umsehen. Da sehe ich auch schon den Questmarker. Miraloki habe ich jetzt einfach mal gleich rausgeschossen. Warum auch erst warten, bis der angreift? So, hier gibt es auch noch Orte zu entdecken. Das heißt, wir können einfach gleich ein bisschen weitergehen. Triff dich mit dem alten Stockton. Aber erstmal hören wir uns das Holoband an, was er da hinterlassen hat. So machen wir das wieder. Wir haben echt ein bisschen zu viel dabei. Ich glaube, ich werde mich mal nach einer Mod umschauen, die hier ein bisschen die, ja, Navigation erleichtert vielleicht. Ungewöhnliche Aktivität hat aufgehört. Fenster ist offen für Kontaktaufnahme durch schweres Kaliber, aber es muss sofort gehandelt werden. Das Paket befindet sich noch immer in meinem Besitz. Es ist hier aber nicht mehr lange sicher. Ende. Ah ja. Okay. Wie geil. So, wir erkunden mal schnell den Ort. Ich will das neue Level haben. Die Gewehrschütze ganz hochziehen können. Endlich. Ach, ich weiß doch, dass hier der Ort ist. Wird der nicht einfach entdeckt? Oh, achso, ich dachte. Das Betreten des Rasens ist verboten. Okay. Was ist jetzt so aus? Bitte beachten Sie, dass Sie beobachtet werden. Okay. Verschwinde! Was ist denn da? Haus der Cabots. Guten Tag! Nimm's dein Handy. Hi. Höhö. Auf dem Hafen. Woher bekomme ich denn den Schlüssel nicht? Nur Brennstoff. So, wir können ja einfach mal. Das hat er nicht dabei. Okay, ich wollte eigentlich nur wissen, ob die den Schlüssel irgendwie dabei haben, aber gut. Erst noch den Schlüssel suchen müssen, ich dann ist gesagt, es übel. Du sollst verschwinden. Ich will aber nicht. Du sollst verschwinden. Ich würde gerne reinkommen. Nein, du willst es nicht. Verschwinden. Okay. Ah, ich kann ihn aber überzeugen. Ich zieh mal eben meinen unglaublich charismatischen Anzug an. Und dann wird er mir einfach aus der Hand fressen. Wie ein kleiner Geier. So, probieren wir das Ganze doch nochmal. Ich hab gesagt, du sollst verschwinden. Ha, möchte ich aber nicht. Ich würde gerne reinkommen. Du scheinst nett zu sein. Wirklich. Aber glaub mir, du willst nicht reinkommen. Komm. Lass mich rein. Du gibst nicht auf, was? Na schön, die Tür ist offen. Komm also rein.
Vielen Dank. Ins Haus der Cavetts. Interessant, sage ich nur. Ganz, interessant. Ganz still. Und jetzt sag mir, was du hier zu suchen hast. Hey, ganz ruhig. Immer mit der Ruhe. Ich will keinen Ärger. Du kommst nach Boston und klopfst willkürlich an Türen. Ich glaube, du willst tatsächlich Ärger. Edward? Wer ist das? Keine Sorge, Jack. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Edward, nicht so hastig. Mir gefällt dieser Kerl. Ah. Bitte nimm meine Entschuldigung für Edwards Verhalten an. Er passt nur auf mich auf, aber er übertreibt's hin und wieder. Ich bin Jack Cabot. Willkommen im Hause Cabot. Was ist das für ein Ort? Das ist das Haus meiner Vorfahren. Die Cabots haben hier schon immer gewohnt. Schon lange vor dem Großen Krieg. Wenn du dich fragst, warum wir hier geblieben sind, obwohl Boston in erbärmlichem Zustand ist, nun, diese Geschichte muss warten. Edward, ich denke, jetzt wäre ein Drink angebracht. Den guten Bourbon, ja? Bitte hier entlang. Wir müssen nicht so unzivilisiert in der Eingangshalle rumstehen. Alter, was ist denn das hier? Hier ist ja alles nagelneu. Setzen wir uns. Wie echte Gentleman. Bevor wir zum Geschäftlichen kommen, habe ich eine Frage, die ich allen neuen Mitarbeitern stelle. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt? Unterbrich mich nicht, Edward. Die Frage lautet, glaubst du, dass es im Universum andere intelligente Lebensformen gibt? Achso. Ja, klar. Das Universum ist groß. Da draußen kann es alles geben. Wunderbar. Die meisten Leute sind zu engstirnig, um an ein unendliches Universum zu glauben. Aber ich rede nicht von fliegenden Untertassen und kleinen grünen Männchen. Ich meine die verborgene Geschichte unseres Planeten. Die Ursprünge der Menschheit. Uralte Kräfte, die moderne Wissenschaft selbst auf ihrem Höhepunkt kaum begreift. Das klingt interessant. Wie schön, dass du das sagst. Das ist zu meinem Lebenswerk geworden. Mein Ansatz kombiniert strenge wissenschaftliche Methodik mit einem absolut offenen Geist. So vieles ist uns nicht mehr zugänglich, da die Menschen glauben, die Antworten schon zu kennen. Mein Vater hat eine Stadt in der Rub al-Khali in Arabien entdeckt, die auf 4000 Jahre vor dem Entstehen der menschlichen Zivilisation zurückdatiert. Die Bauwerke und Artefakte waren seltsam, sogar verstörend, eindeutig nicht von und für Menschen gebaut. Ich habe mein Leben lang versucht zu entziffern, was er entdeckt hat. Jack, kann ich ihm sagen, was er zu tun hat? Entschuldige, Edward. Manchmal vergesse ich mich. Schickst du ihn los, damit er nach der verlorenen Lieferung sucht? Ja. Gut, dann lasse ich euch jetzt in Ruhe. Wir reden ein andermal weiter, wenn es etwas ruhiger ist. Das ist jetzt nicht wichtig. Willkommen in der Familie. Okay. Du bist offiziell angeheuert. Glückwunsch. So, ja, jetzt sehen wir ihn hoffentlich auch gleich. Was sollte das alles? Zerbrich dir darüber jetzt nicht den Kopf. Das gehört übrigens zum Job. Bleib am besten aufgeschlossen für alles. Jack mag zwar exzentrisch sein, aber er ist nicht verrückt. Meine Aufgabe für dich ist einfach. Jack besitzt eine Anlage nördlich von der Stadt. Uns ist ein wichtiges Paket zwischen dort und hier verloren gegangen. Ich möchte, dass du es findest und zu mir zurückbringst. Noch Fragen? Erstens, nach was für einem Paket suche ich? Es ist ein Metallkoffer mit Serumampullen. Darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Jack braucht ihn für seine Forschung. Mehr musst du nicht wissen. Fang bei der Parsons State Irrenanstalt an. Lass dich vom Namen nicht irreführen. Das ist nur ein sicheres Gebäude, das wir nutzen. Wir denken, dass der Kurier in einen Hinterhalt geraten ist, als er von dort aufbrach. Die Wache hat in der Ferne Schüsse gehört, weiß aber sonst nichts. Sprich mit Maria bei Parsons. Sie ist dort für die Sicherheit zuständig. Sie kann dir die richtige Richtung zeigen. Bist du ansonsten bereit? Ich hätte ein paar Fragen. Schieß los. Warum Anstalt bewachen? Wieso lässt Jack seine Leute eine alte Irrenanstalt bewachen? Du kannst mir gerne Fragen stellen, solange du nicht erwartest, dass ich sie beantworte. Wenn es für die Sache wäre, um die ich dich bitte, würde ich dir sagen. Aber das ist es nicht. Sonst noch was? Wie ist dieses Paket verloren gegangen? Der Kurier ist dort angekommen und hat das Paket abgeholt. Ist aber nie hierher zurückgekehrt. Könnte einfach Pech gewesen sein. Oder aber ein geplanter Hinterhalt. Deshalb schicke ich dich los. Es ist wichtig, dass du das verlorene Paket zurückbringst. Bist du bereit?
Eigentlich nichts. Okay, du wirst schon in Parsons erwartet. Also brich besser auf. Na super. Aber krass, wie das hier einfach alles nagelneu ist. Hi. Ja? Mich hat deine Theorie über eine alte außerirdische Zivilisation fasziniert. Eigentlich war es die Theorie meines Vaters. Jetzt ist sie ohne Zweifel bewiesen. Aber leider nur mir gegenüber. Heutzutage werden kaum noch archäologische Zeitschriften veröffentlicht. Warum wohl? Hast du Beweise? Für mich sind sie ausreichend. Er machte nur eine Expedition zur versunkenen Stadt. Aber er hat genügend mitgebracht, um ohne Zweifel zu beweisen, dass die von ihm gefundene Stadt nicht von und für Menschen gemacht war. Jahrtausende älter als die frühesten menschlichen Zivilisationen. Aber mit Technologie, die der unseren scheinbar weit voraus war. Und trotzdem ist alles daran seltsam. Beunruhigende Geometrien, nicht für Menschenhand gefertigte Werkzeuge. Schnitzereien, die auf viel größere Dimensionen hindeuten. Welche Theorie hatte dein Vater? Er glaubte, dass die frühen menschlichen Zivilisationen gemeinsame Vorfahren hatten, die der Geschichte nicht bekannt sind. Denk an Atlantis. Die Legende einer fortschrittlichen Zivilisation, die durch eine Naturkatastrophe unterging, ist unter vielen alten Kulturen weit verbreitet. Schließlich fand er, wonach er suchte. Eine versunkene Stadt im Sand des leeren Viertels der arabischen Wüste. Ich wollte dich was anderes fragen. Gut. Mich hat eine Theorie über eine alte Aus... Eigentlich war es die... Ja? Heutzutage... Du sagtest, dein Vater hätte eine versunkene Stadt gefunden. Ja. Er hat jahrelang gesucht und war von vielen Experten belächelt worden. Sogar ich zweifelte an ihm, was ich beschämend zugeben muss. Aber schließlich fand er sie. Eine versunkene Stadt unter dem Sand der Rubalkali begraben, dem leeren Viertel Arabiens. Ich habe mein Leben lang zu verstehen versucht, was er mitgebracht hat. Ich wollte dich was anderes fragen. Gut. Wie hat's dein Vater geschafft, in einer völlig zerstörten Welt nach Arabien zu reisen? Tja, das war noch vor dem Krieg, als er ein junger Mann war. Wie ist das möglich? Der Krieg war vor 200 Jahren. Das ist eine ungewöhnliche Situation, aber das ist eine Familiensache, die dich nichts angeht. War's das dann? Was passiert eigentlich in dieser alten Irrenanstalt? Ich führe dort einen Teil meiner Forschung durch. Mehr musst du nicht wissen. Je mehr ich weiß, desto besser kann ich meinen Job erledigen. Nun ja, das mag schon stimmen. Mein Vater ist in Parsons eingesperrt. Zu seiner eigenen Sicherheit und der aller. Er wurde gefährlich und labil, nachdem er ein altes Artefakt in Arabien gefunden hatte. Ich habe mein Leben lang versucht, ihn zu heilen. War's das dann? Wie ich aggressiv muss los. Ist? Gut. So, kann wir können aber nochmal mit ihm reden. Ich bin gerade schwer beschäftigt. Nein, bist du nicht. Schickes Anwesen. Erstaunlich, dass es den Krieg überstanden hat. Danke. Ich versuche es nicht als selbstverständlich zu betrachten. Wir hatten auf jeden Fall mehr Glück als viele andere. Es ist nicht leicht, den Vorkriegsstandard aufrechtzuerhalten. Aber wir tun unser Bestes. Noch weitere Fragen? Mich hat eine Theorie über... Eigentlich war es nachhaken. Heutzutage... Wirklich? So, Beweis? Hast du Beweis? Für mich sind sie aus... Also, aber das reichte aus, um ohne... Ich wollte dich was anderes fragen. Gut. Was passiert eigentlich in dieser alten Irrenanstalt? Ich führe dort... So. Wie du meinst, kein Idiot, nur neugierig. Ich weiß, desto besser. Nun ja, mein Vater... Was? Er wurde gefährdet. Ja? Ich habe mein... Was? Gibt es sonst noch was? Schickes Anwesen. Danke. Klar. Es ist nicht... Noch weitere Fragen? Ich muss los. Ja, sonst... Gut. Ja, gut. Okay, ziehen wir mal weiter. Das Bild gerade sah auf einmal sehr, sehr creepy aus. Wir können uns ja noch ein bisschen umsehen. Der hat bestimmt Leichen im Keller. Aha. Ein Safe. Wow, ho, ho, ein Fat Man. Interessant. Was haben wir denn hier? Aha. Jede Menge... Vorräte.
Hat er noch oben was Interessantes? Was wir noch nicht gesehen haben? Ach, hier hat er seine Sachen. Eine Zeta-Pistole. Also ist es tatsächlich... Tatsächlich sind wir hier auf der Spur der Aliens. Ah, hallo. Ich habe nämlich vorhin in irgendeinem Ladebildschirm von der Zeta-Pistole gelesen, dass das die Knarre von den Aliens ist. Geil, Alter. Wir sind endlich den Aliens mal auf der Spur. Ah, und ich dachte schon, das würde niemals der Fall werden. Cool. Hallo? Ladebildschirm? Beeilst du dich mal bitte. Lad. Dauert aber echt gerade lang. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass er manchmal da irgendwie so viel Zeit aufwendet. So, der Bot wird natürlich direkt wieder auf uns aufmerksam. Ich würde aber sagen, ich mache an der Stelle erstmal eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Sicherheitshalber wechsle ich gerade doch nochmal schnell die Rüstung. Ne, nicht, dass wir das dann vergessen. So, okay. Wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.